Schönes Schlafzimmer, aber ich muss trotzdem raussuchen. Ich brauche Brandbeschleuniger und ich brauche Wasser. Verband ist natürlich auch in Ordnung. Erste-Hilfe-Kasten? Nee, hier vielleicht? Ja, alles nehmen bitte. Der hat sogar noch während des Stuhlgangs eine Zeitung gelesen. Okay, jetzt kann ich abspeichern. Ups, vorwärts gehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Wasser. Die Grundvoraussetzung, um Leben zu retten und um am Leben zu bleiben. Ich habe meine Zuckergetränke, die Überlebenden kriegen Wasser. Gut, ich muss hier hin. Okay. Meine Energie ist natürlich immer noch von Arsch. Aber ich habe Flüssigkeit, das ist wichtig. Wenn ich die dritte Überlebende habe, kann ich ja immer im Endeffekt ja immer noch eine Pause machen. Ja. Na komm. Geh mal rüber hier. In der Hoffnung, dass keine Wölfe kommen. So, jetzt hole ich die dritte. Und danach werde ich endlich mal ein bisschen selber mal ein bisschen Pause machen. Kann ich hier nicht rüber? Ey, die Frau kriegt Unterkühlung und der lässt mich hier nicht vorbei. Ja, das will ich ja die ganze Zeit, aber du kannst da nicht klettern. So. Geht doch. Wurde ja mal Zeit. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich bin auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich muss immer in diese Richtung laufen. Ich speichere lieber hier ab. Dann, wenn ich total unterkühlt bin, kann ich immer noch abbrechen und mich hier erstmal irgendwo aufwärmen. Ich gehe jetzt also eigentlich volles Risiko ein, um irgendwie ans Ziel zu kommen. Stranded Sails hat angekündigt. Autonomen Steam Update. Kam gerade bei mir. Ich wusste noch gar nicht mal, dass ich das Spiel überhaupt habe. Wie weit haben wir es noch? Okay. Ich glaube, ich muss mich dann allgemein am Feuer bei der ein bisschen aufhalten. Oder dann bei dem. Um mich erstmal aufzuwärmen und dann kann ich denke mal, theoretisch weitermachen. Und Schlaf brauche ich ja danach auch noch. Okay, die Felsformation kann ich nicht rübersteigen, also muss ich einmal drumherum laufen. Ich hoffe, der Pater kommt mal auf die Idee, mir alles gleichzeitig zu sagen und nicht alles einzeln und schickt mich dann erstmal 100 Mal eher durch die Prärie. So wie in Episode 1 und Episode 2 mit der alten Frau und mit dem alten Mann. Okay. So. Hör auf, ich habe gedacht, das wäre ein Wolf. Ich bin jetzt im Radius drin, das heißt, ich kann hier, also, ab jetzt kann ich suchen hier. Hier sind wieder Felsen, wahrscheinlich ist das wieder in so einer kleinen Felsschlucht und Erkühlungsrisiko leiden, ja, ich weiß. Deswegen muss ich das Lagerfeuerchen auch gleich finden.
Ich gehe einmal mal durch die Felsformation in der Hoffnung, dass da irgendwo eine Lücke dazwischen ist und dass derjenige irgendwo da ist. Sofern ich diese Formation auch nicht verlasse, muss man ja mal aufpassen. Okay. Hier vielleicht irgendwo? Hier drinnen eventuell? In so einer kleinen Ecke. Ich drehe mich gerade selber mit dem Kopf dahin. Ich muss gerade selber ein bisschen suchen. Also ich laufe hier gerade am Rand entlang und schau mal, ob ich hier irgendwie an der Felsformation links neben mir irgendwas Auffälliges finde. Hier flackert was, aber das könnte dann wahrscheinlich nur der Wind sein. Ja, das ist nur der Wind. So, meine Energie geht bald runter. Ich muss mich wirklich aufwärmen. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich kann ja mal jetzt hier reingehen. Okay, die Musik fängt an. Das bedeutet, ich bin dem Ziel schon nahe. Ich schau mal hier oben lieber nach. Hier drinnen vielleicht irgendwie. Ich weiß es ja nicht. Aber hier ist nichts. Man muss erstmal wirklich erstmal einmal komplett herumlaufen und findet wirklich erstmal die Überlebenden an der letzten Stelle. Du erzählst die gleichen Sprüche wie dein Freund. So, jetzt müsste es doch mal irgendwo sein. Also, habt ihr schon Stück für Stück abgesucht hier. Da! Da ist was, da leuchtet was, da muss was sein. Wenn ich da bin, muss ich mich auf jeden Fall erstmal aufwärmen, ganz klar. Was essen und was trinken. Und ihn erstmal ärztlich versorgen. Das hat gerade eine ganze Folge gedauert, um den zu finden hier. So, Signalpatrone. Gut. Erstmal helfen. In der Zeit kann ich mich aufwärmen. Leid. Ah, Flüssigkeitsmangel. Keine Unterkühlung. Wie geht es ihm? Ich kann erstmal selber was essen hier. Ich nehme das hier. Ich habe noch ein angeknabbertes Stückchen Kuchen, wenn du selber was essen willst. Ja. Hallo.
Ich hatte gerade einen Mund voll. Der gibt es sie widerlich. Nicht wegtrinken, ich muss den runterschlucken. Ja, dann schluck mal schön. Ja, Bionano muss hier besonderen Tee trinken, kurz vor der Entbindung. Und da ist das natürlich. Und da muss er sich erstmal selber dran gewöhnen. Eben. Ja, Weihnachtsgewürze sollen helfen. So, ich muss erstmal. Vielleicht helfen die, dass das Kind heute noch kommt und ich euch ins Mikro jammern kann. Ich meine, mein Schatz scheint ja wirklich alles aufnehmen zu wollen. Der lässt ja kein Geheimnis für sich.